Guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Bevor wir in die heutige Grundaufgabe einsteigen, möchte ich noch einmal die Systematik der 8 Grundaufgaben näher bringen. Prinzipiell unterscheiden wir in zentrale Kräftesysteme und in allgemeine Kräftesysteme. Zentrales Kräftesystem liegt vor, wenn sich alle Wirklinien in einem Punkt schneiden. Alle anderen sind allgemeine Kräftesystem. Dort sind die Wirklinien irgendwo zu finden. Weiters können wir unterscheiden, was ich suche. Suche ich die resultierende aller bekannten Kräfte, bin ich hier. Suche ich unbekannte Kräfte, wie zum Beispiel bei Auflagerreaktionen, dann bin ich hier. Dann kann ich noch die Lösungsverfahren unterscheiden, rechnerisch oder grafisch. Diese drei Unterscheidungsmerkmale definieren nun die 8 Grundaufgaben. Zum Beispiel: Die zweite Grundaufgabe wäre die grafische Ermittlung der resultierenden Kraft in einem zentralen Kräftesystem. Weiteres Beispiel: Die siebte Grundaufgabe wäre die rechnerische Ermittlung einer unbekannten Kraft im allgemeinen Kräftesystem. So, kommen wir zur ersten Grundaufgabe der Statik, also die rechnerische Ermittlung einer resultierenden im zentralen Kräftesystem. Wichtig bei dieser Grundaufgabe ist zu beachten, dass die Winkel der einzelnen Kräfte immer von der positiven x-Achse auch aufgetragen werden. Das heißt, der Winkel zur Kraft F1 muss also von der positiven x-Achse hier aufgetragen werden, der Winkel zur F2 auch wieder von hier weg und der zur F3, die 270 Grad, auch wieder von hier weg. Damit werden bei der Aufsummierung die richtigen Vorzeichen durch diese Winkel gesteuert, also beim Sinus, Cosinus. Wir kommen darauf noch genauer zu sprechen. Der Richtungssinn, das ist auch wichtig, führt immer weg vom Zentralpunkt. Sie dürften diese F1 also nicht einfach hier einzeichnen und den Winkel so herübergeben, sondern der Richtungssinn muss vom Zentralpunkt, der ist hier in der Mitte, wegführen. So, Kräfte sind ja Vektoren. Also in Wirklichkeit würde ja so eine F1 aufzubauen sein, in der x-Richtung wäre das der Betrag F1 mal dem Cosinus Alpha 1 und in der y-Richtung wäre mal dem Sinus von Alpha 1. Da wir noch ganz am Anfang stehen, wollen wir das aber jetzt so richtig einfach machen. Das heißt, wir nehmen diese einzelnen Terme des Vektors heraus und summieren sie dann auf in x und in y Richtung, um hier ein Gleichungssystem aufzubauen. Das heißt, ich möchte daher mal alle diese Kräfte in x und y Komponenten zerlegen, um dann später diese Summen aufbauen zu können. Das heißt also, wenn wir unsere resultierende in zum Beispiel in die x-Richtung haben wollen, müssen wir f resultierend x so berechnen, dass wir alle Kräfte, die in x-Richtung schauen, für i ist gleich 1 bis n, dass wir alle diese Kräfte aufsummieren. Das wäre jetzt die mathematische Schreibweise. Tatsächlich funktioniert so, dass ich einfach die einzelnen Kräfte, also F1 mal dem Cosinus von Alpha 1 plus F2 mal dem Cosinus Alpha 2 und plus F3 mal dem Cosinus vom Alpha 3 rechne. Das heißt also, diese Kräfte, die F1, hat hier eine F1x, hoppala, das war kein Pfeil,
So. Geht also bis hierher. Und das wäre die F1x. Und genauso hat die F2 eine x-Komponente, die würde hierher gehen. Das ist dann das F2x. Und die F3, das sehen wir schon, die hätte keine x-Komponente, weil hier der Cosinus von 270 Grad 0 ist. Wir können das auch schon ausrechnen jetzt. Das heißt, wir brauchen nur einsetzen. Wir haben ein F1 mit 4 kN mal einem Cosinus von Alpha 1 in 50 Grad plus einem F2 von 3 kN mal einem Cosinus von 130 Grad und plus F3 sind 2,5 kN mal dem Cosinus von 270 Grad. Also das haben wir schon gesagt, das ist 0, weil der hat, da ist der Cosinus Alpha 0. Gut, wir können das jetzt eintippen und ausrechnen. Da erhalten wir dann den Betrag von 0,643 kN. Jetzt können wir zur y-Komponente kommen. Das f resultierend in y erhalten wir ebenfalls durch die Aufsummierung aller Einzelkräfte in y-Richtung. Das heißt, wir müssen jetzt wieder rechnen, F1, aber jetzt nicht der Cosinusanteil, sondern Y ist dann der Gegenkathetenanteil, also ist dann mal Sinus Alpha 1 plus F2 mal Sinus Alpha 2 plus F3 mal Sinus Alpha 3. Und auch hier können wir jetzt das einsetzen, 4 kN, und im Prinzip ist es immer gleich wie oben, nur dass jetzt halt dann immer der Sinus da steht. Sinus 50 Grad plus 3 kN mal Sinus von 130 Grad plus 2,5 kN mal das Sinus von 270 Grad. Der Sinus von 270 Grad wäre minus 1. Und damit hätten wir da minus 2,5 kN. Wenn wir das alles eintippen, dann erhalten wir 2,862 kN. Das heißt jetzt, wenn Sie das ein bisschen sich vorstellen, das in x-Richtung war das relativ klein. Da hätten wir das f res x und in y-Richtung ist es relativ groß geworden. Da hätten wir dann das f res y hier herauf. So, das wäre hier das f res y. Jetzt ist die Frage, wie kommen wir aufs f res? Und wir können das im Prinzip, wir haben das bei den Grundoperationen schon mit dem Parallelogrammsatz gehört. Im Prinzip ist es nur ein rechtwinkeliges Dreieck, wo Sie die beiden zusammensetzen und Sie erhalten dann hier die F res. Das heißt, wir brauchen im Prinzip nur den Pythagoras anwenden, indem wir f res x² plus f res y² rechnen. Das wäre dann die f res², und wenn wir die Wurzel draus ziehen, dann haben wir unsere resultierende. Das heißt, f res ist dann nichts anderes wie die Wurzel aus f res x zum Quadrat plus f res y zum Quadrat und die Wurzel draus. Das heißt, wir haben jetzt 0,643
zum Quadrat Kilonewton Quadrat plus 2,862 zum Quadrat Kilonewton Quadrat. Und Sie sehen, Sie haben beide Terme mit Kilonewton zum Quadrat. Die Wurzel daraus ist dann Kilonewton. Das heißt, das ist die richtige Einheit. Und wenn Sie es eintippen, erhalten Sie 2,934 Kilonewton. Jetzt hätten wir den Betrag unserer resultierenden. Was wir aber nicht wissen, ist der Winkel. Und dieser Winkel, das wäre der Alpha res, und der muss ebenfalls wieder von der positiven x-Achse aus gerechnet werden. Diesen Winkel suchen wir. Und für diesen Winkel müssen wir uns einer besonderen Systematik bedienen. Alle, die meinen Kanal My Informatics schon einmal gesehen haben, da gibt es ein Video, wie wir das im Excel bewerkstelligen. Dort erkläre ich das auch. Aber vielleicht kommen wir mal jetzt hier zum Grundsätzlichen. Das heißt, wenn wir einen Kreis haben und dieser Kreis wird aufgespannt von unserer F-Res. Und dann können wir auch noch das Koordinatensystem hinzufügen, das heißt, da haben wir die Y-Achse, dann hier haben wir die X-Achse, müssen wir noch ein bisschen verschieben. So, also X und Y. Und das wäre unser F-Res. Und diese F-Res hätte dann einen X-Anteil. Das wäre das F-Res X. Und einen Y-Anteil. Haben wir noch keine Farbe festgelegt, das wäre das F-Res Y. Ja, also tatsächlich würde es natürlich da drüben liegen, aber ich möchte es jetzt hier im Dreieck quasi anzeigen. Das heißt, hier haben wir dann den rechten Winkel. Das wäre unser F-Res X und das wäre das F-Res Y. Wenn die F-Res in diesem Abschnitt ist, man spricht hier vom ersten Quadranten, dann kann man den Winkel, der hier auftritt, mit einem Arcus tangens berechnen. Jetzt, Sie kennen den F-Res Y und Sie kennen den Wert von F-Res X. Gegenkathete durch Ankathete ist der Tangens. Das heißt, in diesem Fall könnten wir sagen, und ich nenne jetzt diesen Winkel hier einmal Beta, dass Sie diesen Beta-Winkel errechnen können als Arcus tangens von F res Y zu F res X. Wir werden uns dann mit den Vorzeichen selbst auseinandersetzen, darum sicherheitshalber einmal nur die Beträge davon. Gut, im ersten Quadranten ist es so, dass der Winkel Alpha res auch zugleich der Winkel Beta res ist. Das heißt, im ersten Quadranten schreiben wir an, gilt Alpha resultierend ist gleich dieser Winkel Beta. Jetzt schauen wir hinüber, wie das beim zweiten Quadranten wäre. Das heißt, ich komme jetzt hier herüber. Ich habe mein F res Y jetzt so und mein F res X geht hier nach links.
das FSY. Das können wir weggeben hier. So, der Winkel Beta, der wird, das alles weg, der Winkel Beta wird wieder berechnet mit FRES-Y zu FRES-X. Das heißt, das ist jetzt dieser Winkel hier. Während aber der Winkel Alpha-Res, der muss von der positiven X-Achse, hoppala, zu weit, wieder von der positiven X-Achse ausgerechnet werden. Das wäre jetzt der Alpha-Res. Das heißt, wenn wir im zweiten Quadranten sind, dann gilt, dass der Alpha-Res gleich ist 180 Grad minus diesem Winkel Beta. Man kann sich auch noch überlegen, wann ist man im zweiten Quadranten und wann ist man im ersten Quadranten. Und Sie könnten das an den FRES-X und FRES-Y-Werten bestimmen. Wenn Sie das also mit einer Tabellenkalkulation abhandeln würden, könnten Sie damit die Bedingungen für die Wenn-Dann-Sonst-Beziehung ausarbeiten. Also, weil die FRES und die X und Y sind im ersten Quadranten beide positiv. Im zweiten Quadranten ist die Y positiv, aber die X ist negativ. Kommen wir zum dritten Quadranten. Sie erahnen es schon. Das geht jetzt weiter runter. Das hier dreht sich um. Also das FRES-Y schaut jetzt nach unten. Da der Winkel, der ist wieder von der positiven X-Achse auf. Hoppala, das war vielleicht noch nicht klug, ihn hinunterzugeben. Da war es vielleicht weg. So, FRES-X und FRES-Y schaut jetzt so. Und wir haben den Beta, ist wieder gegen Kathete zu Ankathete, Akkostangens davon, das heißt der Beta tritt hier auf, immer mit der gleichen Formel. Und wenn ich jetzt den Alpha-Res errechnen möchte, der muss jetzt bis hierher führen, dann ist der 180 Grad plus den Beta. Erkennen tue ich den dritten Quadranten, wenn beide FRES-X und FRES-Y negative Werte haben. Und im vierten Quadranten, also da war der dritte, und im vierten Quadranten können wir das Spiel noch einmal spielen. Das heißt, ich werde das jetzt weggeben. Hoppala, das war einer zu viel. Und wir setzen jetzt unseren FRES im vierten Quadranten. Das FRES X dreht sich wieder um, wird wieder positiv und das FRES Y bleibt negativ. Wir haben auch hier den Winkel Beta hier und der Winkel Alpha Res, der geht jetzt so weit rüber und wir könnten den Alpha Res errechnen aus 360 Grad minus dem Beta. Im vierten Quadranten ist FRES X positiv und FRES Y ist negativ. Das machen wir noch ein bisschen schöner, weil den Fall lassen wir jetzt stehen. Gut, kommen wir zu unserem Beispiel. In unserem Beispiel haben wir ein bisschen Glück, weil wir beide Werte positiv haben und daher den einfachsten Fall hier. Das heißt, wir brauchen unser Beta nur auszurechnen und wir erhalten dann quasi das Beta auch als Alpha-Res. Das heißt, Beta ist gleich Akkostangens. In unserem Fall ist das eben FRES-Y
Da sehen wir es noch, 2,934 kN zu E frisch X ist 0,643. Und wenn wir das ausrechnen, erhalten wir 77,34 Grad. Und weil wir im ersten Quadranten sind, wissen wir, Alpha Res ist gleich Beta, ist eben diese 77,34 Grad. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.